Willkommen auf der Saatbox. Heute habe ich wieder ein erstes Volume für euch, und zwar A Place Further Than the Universe. Volume 1 mit Sammelschuber, wie ihr sehen könnt. Aber bevor wir uns den ganzen Rest noch angucken, entferne ich natürlich erstmal die Folie. So, das Ganze wieder in einem schönen Hochglanzschuber von KSM Anime. Das ist hoffentlich nur mit diesen. Nein, das sind stärkere Klebepunkte. Aber dadurch, dass die Schuberfläche recht glatt ist, geht das natürlich auch recht unproblematisch ab. Ich frage mich doch gerade, warum mal die Guter-Plus-Wochen dran sind und mal die, wie hier halt, also die Schlechter-Plus-Wochen. So, ja. Soll ja ein recht schöner Anime sein. Deswegen interessiert er mich sehr. Ich habe auch schon einen Trailer gesehen, das sieht so ein bisschen eher in die Comedy-Richtung aus. Bin aber ganz gespannt, wie jetzt die Serie wird. Das ist so eine Crunchyroll-Lizenz, wenn ich mich nicht total irre. Steht das hier irgendwo? Oder ist es keine Crunchyroll-Lizenz? Ah doch, hier steht's doch. Ich habe jetzt nach einem orangenen Logo gesucht, aber das Crunchyroll-Logo ist hier in dem Falle weiß. Ja, im Summercast habe ich es nicht geguckt. Habe natürlich auf Instagram und so mal Ausschnitte davon gesehen. Und ja. Ja, also wie schon erwähnt, Volume 1 mit den Episoden 1 bis 5 und Sammelschuber, na eben technische Daten. Natürlich Full HD. KSM-typisch ist der deutsche Ton 5.1 und der japanische 2.0. Und das Ganze geht 119 Minuten. Als Extras sind natürlich auch noch einige Sachen drin, und zwar ein Aufnäher, eine Antarktiskarte. Opening Song, Ending Song, Bildgalerie. Gut, die ersten zwei Sachen sind physischer Natur und die anderen digitaler. So, gucken wir uns nochmal den Schuber komplett an. Das hier sind die vier Hauptprotagonistinnen. Dann noch die Seite. Rückseite, hier hat man mal gesehen, wo die Klebepunkte waren. Und alles glänzt schön ölfarben. So, gucken wir mal rein. Gucken wir gleich mal in dem Füllmaterial. Nein, hier sind die Extras nicht drin. Das heißt, die scheinen diesmal direkt in dem Volume Platz gefunden zu haben. Achso, ist es richtig rum? Das Ganze kommt mit einer Plastik-Overcard, wo noch so ein paar Schneeflöckchen und Sterne, Sterne wahrscheinlich, ja, und ein paar Pinguine drauf sind. Ich nehme an, jedes, wobei es sind ja nur drei Volumes. Ich wollte gerade sagen, jedes Volume wird ein Charakter gewidmet sein, aber dann müssen wahrscheinlich auf ein Zweier sein, oder einer hat das Nachsehen und wird nicht mehr drauf sein. Hier haben wir die erste Disc, ist dahinter der Episoden. Titel? Nein, sind sie nicht. Was haben wir denn hier? 5% zu Gutschein für Figuya. Dann Werbung. Aber die kennen wir schon. Und da haben wir den Aufnäher. Ist so ein aufbügelbarer Aufnäher. Also es ist jetzt nicht direkt ein Aufnäher, sondern eher, wie nennt man das, Badge? Ich weiß es gerade nicht genau. Aber sicherlich wird jedem selbst überlassen sein, ob er das jetzt letztendlich doch aufnäht. Und dann haben wir hier die Antarktiskarte. Und hier ist eine Station eingezeichnet. Wahrscheinlich ist das das Reiseziel von der Vierergruppe. Und ja, echt schöne Edition. Bin gespannt, was der Anime so zu bieten hat. Und dann bedanke ich mich für euch fürs Zusehen. Falls euch das gute Stück auch interessieren sollte, verlinke ich euch mal einen Kauflink in der Videobeschreibung, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.